Hallo und herzlich willkommen in der Blumenwerkstatt Kubert. Mein Name ist Gernot Kubert, ich bin Ihr Floristenmeister. Sind Sie auch schon dabei, Familienfeiern oder kleinere Feste mit Freunden zu planen? Ich möchte Ihnen heute ein paar Tipps und Tricks geben, wie Sie Ihre Feier und Ihre Tafel mit einem festlichen Glanz gestalten können. Beginnen möchte ich mit einer einfachen Tischdekoration aus Christbaumkugeln. Suchen Sie sich einfach ein paar Kugeln in verschiedenen Größen aus einem Farbton zusammen. Winden Sie anschließend aus Olivenzweigen kleine Kränze. Füllen Sie nun die Christbaumkugeln mit Wasser. Die befüllten Kugeln können Sie nun in die vorbereiteten Olivenkränze stellen und die Kugel bleibt wunderbar stehen. Füllen Sie nun die vorbereiteten Kugeln mit feinen und zarten Blüten. Ich nehme hier in diesem Fall Zyklamenblüten. Eine weitere Möglichkeit für eine stimmungsvolle Tischdekoration wären Schneebälle, passend zum Winter. Formen Sie zu Beginn aus Zeitungspapier eine Kugel und wickeln diese mit einfachem Wickeldraht, so dass Sie einen festen Körper bekommen. Diese Papierkugel umwickeln Sie einfach mit Watte. Und damit diese gut hält, nehmen wir jetzt Silberdraht. Und fertig ist der Schneeball. Bevor Sie die Tischdekoration beginnen, streichen Sie Zapfen, die Sie zuvor gesammelt haben, ganz leicht mit weißer Farbe an. Das bekommt einen edleren Touch. Eine sehr schöne Dekoration möchte ich Ihnen noch zeigen. Suchen Sie dazu ein paar gleiche Gefäße zusammen. Füllen Sie diese Gefäße fest mit einem Steckschwamm. Anschließend nehmen Sie einfache Fichtenzapfen und drahten diese an. Wenn Sie die Zapfen alle angedrahtet haben, decken Sie nun den Steckschwamm mit ein bisschen Moos ab. Und nun stecken Sie die Zapfen rundherum in das Gefäß rein. Suchen Sie nun eine farblich passende Christbaumkugel zu den Gefäßen und drahten diese an. Diese vorbereitete Christbaumkugel setzen Sie nun in das Nest und fertig ist Ihre Tischdekoration. Statt der Christbaumkugel können Sie natürlich auch eine Kerze verwenden. Abschließend wünsche ich Ihnen noch gutes Gelingen für Ihre Feier. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage.